So Leute, grüßt euch und willkommen zu einer weiteren Folge No Time, das perfekte Zukunftsspiel, Akt 2. So, und ich würde sagen, Zeit läuft. So, dann schauen wir mal. Ja, genau, perfekt. So, Moment, aber, Moment, so, wir machen einmal ein, nochmal ein, Save. So, und zwar ein Sicherheitssave auf Let's Play 1. Ne, was hier immer schief geht, ne? Und ich die Folge nochmal drehen muss. So. Na, na, na. Moment, ich soll nach oben gehen, hat er jetzt gesagt, ne? Genau. Neue Mietzugangskarte, hat er gesagt, geh nach oben. Gut, okay, dann muss ich mal überlegen, wo gehe ich nach oben? Aha, hier. Aha, alles klar. So in ungefähr hatte ich das auch schon vermutet, dass es jetzt hier weitergeht. Perfekt, perfekt. So. Was war das jetzt? Eine Atombombe? What? Oh! Ach ja! Sieht wohl danach aus, wa? Und nu? Muss ich hier irgendwas machen? Wir brauchen diese Schlüsselkarte. Ja. Ah, hier geht's weiter. Oh, vorsichtig, wir müssen jetzt... Ah, da! Da müssen wir jetzt lang, genau. So, bist du da? Edward, wo bleibst du, du Holzkopf? Zittert. Junge, kommst du jetzt oder nicht? Hier wird nicht gesehen, ich glaube, langsam, ich geh bitte ein bisschen langsamer. Hab doch nicht so viel Schiss, Junge. Guck mal, wie viel Platz hier ist, Mann. Junge, hab doch nicht so viel Schiss, aber wie rede ich eigentlich? So, komm, beweg dich, Mensch. Wir haben auch nicht unendlich viel Zeit. Okay, es ist noch ein bisschen eng. Oh, Mama. Oh, das ist so. Dieser Crimson-Typ entkommt. Kollege, wo bist du? Oh. Komm her, Agent. Dir haucht die Füße ab. So. Aha, die Karte. Mega mäßig. Wir haben sie. Yay. Initiierung der nuklearen Detonation in T minus 2 Minuten. Wow. Okay, wir müssen das wirklich beeilen. Wo geht's heute da? Wir müssen los. Ich hoffe, die Zeitmaschine ist aufgeladen. Ich hab die gerade aufgeladen, ja, Kollege. Wir müssen uns jetzt wirklich mega beeilen. Wir müssen laufen, wir müssen laufen. Edward, komm schon, beweg dich, Junge. Hör auf zu trödeln. Junge, jetzt beweg dich, schneller. Ab, Kollege. Wow. Die Zugangskarte habe ich jetzt, genau. So. So, zack, so. Das ist hier lang, genau. Ach, Moment, genau. Zack. So, genau, perfekt. Was, schnell, was? Der Turm. Wir haben das Sorge, jetzt los. Was war denn für ein Schwachsinn? Komm zurück, komm, zack. Wir müssen uns beeilen. Jetzt müssen wir, ich nehme an, hierhin zurück, ne? Genau. Kommst du jetzt oder nicht, Mensch? Komm hier zu. Aber schlägst du da rum, du Idiot? Kluffkopf. So, zack. Oh ja, weil schon wieder alles voll ist. So, das Tor ist auf. Yeah! Okay, Leute. Ab geht's. Rein in die Maschine. Zack, ein. Hallo. Einsteigen. So, oh, lalala, vorsichtig, langsam. Und los geht's. Oh, scheiße. Nein, na, Mist. Na, warte, fliegen. So. V. So, zack. Und. Ab geht's. Yeah. Woo. Soll ich jetzt einfach schon den Zeitsprung machen oder was? Ne, anmachen. Und los geht's. Ab geht's, yeah! Ich mach schon! Was ist? Scheiße, was ist? Du ein guter Freund, was? Ja, aber wieso mach... Hä? Wieso passiert da... Ah, jetzt! Yeah! Wo sind wir hingereist? 1984, aha! Wow, ja, sind wir gerade durch die Zeit gereist? Pause, lande auf dem Park Hill.
Was? Hey, nicht so schnell. Eintrag angucken. So. Etwa denkt der Hügel im Park wäre ein schöner Ort zum Landen. Der Hügel im Park. Wollen wir mal schauen. So. Der Hügel im Park. Wo ist der Park? Warte, wo ist denn Park Hill? Ja, wahrscheinlich meint er, wo. Hier, wa? Dieser Hügel, wa? Oder? Vermute ich jetzt gerade mal, oder? Aber yeah! Das war mal wieder ein Zeitsprung. Zack. Meinst du jetzt hier? Edward, wo ist der Hügelmensch? Mach's Maul auf, Junge! Oh Mann, ja, das ist wieder die Scheiße. Da fängt schon wieder an. Also jetzt nicht weiß wohin. So. Und da steigt's auch aus. Hä? Wo denn? Park? Wo ist der scheiß Park denn? Ich kenne den Park gar nicht. Ah, Mann. Ich kenne den Park nicht. Wo ist der Park denn? Ah. Wenn er mir nur einmal, wenn ich sagen würde, wo der Park ist. Ich weiß nur leider nicht, wo der Park ist. Ist das der Park? Ja, das ist doch hier kein Park, Mann. Ja toll, ich wusste. Gut, dass ich Safe Game gemacht habe. Das ist schon wieder sowas von. Oh. Eine Wahl. Bodenhöhle. Parkhügel. Parkhügel. Aha, gut. Das weiß ich wohin. Gut, das haben wir sofort. Gut, dass ich das geguckt habe, ne? So, Moment, bisschen. Ich glaube, jetzt habe ich, oder? Parkhügel. Ah, ein bisschen nach. Da? Ne. Ein bisschen weiter nach. Da oder was? Ja. So, Moment, wir steigen nochmal hoch. Zack, 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 zack. Höher, schneller, so. Zack. So, ein bisschen. Ach, da ist der Park. Ach, da, der Hügel, okay. Alles klar. Hätte ich auch nachgucken können, ich Trottel. Oh, Moment, stopp. Aber wie soll man denn hier vernünftig landen? Ah, warte mal. Ah, Mann. Ah. So, stopp und landen. In Ordnung. Wenn du bereit bist, lass uns aussteigen. Ich bin bereit, mein Freund. Yay. Wir haben es geschafft. Mega mäßig. So, gut. Ja, komm. Wir sind gerade durch die Zeit gereist. Wow, ich sage Ihnen, ich habe die grüne Landschaft wirklich vermisst. Nun, wir brauchen vielleicht einen sicheren Ort, von dem aus wir operieren können. Aber zuerst brauche ich dringend Buddys Café. Ja, deshalb sind wir in den 80er. Lass uns dann einen Kaffee trinken gehen. Sollen wir? Das Auto? Mach dir keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass jemand das Auto finden wird. Folge mir. Okay, wir gehen Kaffee. Warte mal. Hey, Moment. Hey. Moment, Kollege. Jetzt. Warte mal. Eintrag. Moment. Tagebuch. Grundlegender Plan Edward möchte das Kaffee besuchen. Ich glaube, ich könnte auch einen Vorsicht machen. Okay, let's go. Leute, wir machen jetzt Pause. Yay! Ja, mega. Das war wieder ein Zeitsprung, Leute. Ich habe wirklich eine frische Morgenbrise vermisst. Ja, hier sieht es wieder alles schön aus. Herrlich. Hey, die Vergangenheit ist nicht allzu anders. Die Stadt sieht gut aus. Ja, doch. Alles schön. Besser als... Da, wir sind schon da. Nee, das ist Wuchs. Das ist ja Wuchs. Wir haben ja kein Buch lesen, ne? Wo bist du denn jetzt, Mensch? Da, genau, wir müssen dahin. Eben. Jawohl. Die Kirche steht noch. Ja. Okay, ja. Okay. Was ist denn los? Achso, weil ich dir vorgelaufen bin, was? Ups, sorry, mein Fehler. Und das ist der Leid. Ach nee, echt jetzt? Weiß ich doch. Herzlich willkommen. Ein Kaffee für uns zwei, bitte. Dankeschön. Ah ja. Komm, sieh zu.
Ja, bitte, mein extra Zucker und ohne Milch. In Ordnung, hier, Dankeschön. Nimm deine vom Tisch. Moment, sag, und sit. Ah. Schön. So, weißt du, ich habe eine nette Tasse Wadis vermisst. Ja, die trinkt sie auch gerade, ne? In Ordnung. Was nun? Ah, gut. Also, zum Geschäft. Aha, gut. Lass uns sehen, worum es in diesen Dateien geht. Dann schau mal. Und berichte mir. Es spricht von einem Gefangenen. Liest. Aha, okay. Viele historische Ereignisse, die sie geändert haben, um zu der aktuellen Abweichung der Zeitachse zu führen. Oh, viele. Oh. Die Dokumente sprechen von der Einrichtung einer geheimen Basis für den Notfall. Ich schätze, für den Fall, dass wir fliehen. Also, ja, genau. Aha, okay. Hier, lese mal. Ich soll jetzt. Oh, nimm einen Schluck Kaffee. Ja, gut, dann kommen wir mal. Dies ist ein Druck vom Auftrag 13. So. Ah, nein! Dies ist ein Auftrag 13. Eintrag. Wir haben den Gefangenen nach Fort Dunn 1945 verlegt. Detail zensiert. Ein Zivilist wurde 1945 in Dort Dunn gefangen genommen. Detail zensiert. Fotografiert unserer Basis. Eintrag, Herr Arthur und sein Kollege wurden 2019 nach City verlegt. Weiter geht's. Das ist ein Ausdruck aus persönlichem Kontakt. Eintrag, wir haben eine temporäre Basis für den Fall von Rückfällen eingerichtet. Hören Sie den Atmo-Wechselkurs. Ich möchte ein schöneres Bild für unsere beiden Gäste. Der Konsul. Daten für autorisiertes Personal. Eintrag 20. Februar 2012. Aha. Bringen diese MDM-Visionäre zum Schweigen. Machen Sie die Einführung unseres falschen Papstes möglich. Zwingen Sie den anderen zum Rücktritt oder eliminieren Sie ihn. Er gefährdet unsere Pläne. Eintrag 11. Februar 2013. Heute ist ein herrlicher Tag. Unser Genosse wird nun die Verwaltung des Vatikans übernehmen. Dies wird das Tor zur Weltherrschaft sein. Wir müssen schnell arbeiten, damit unser eigener Neuer in Rom stirbt, damit er wundersam wiederbelebt werden kann. Unser großer Anführer wird dann dieser Wunder verkünden, sobald er sich dieser schwache Welt in Jerusalem offenbart hat. Das ist der genialste Plan aller Zeit. Muhaha, böses Lachen der Konsul. Weiter geht. Ein Tag. Mr. Crimson befahl, den Atomschlag vorzubereiten. Dr. Mr. Arthur und sein Kollege geflohen sind, könnten die Sicherheit unseres Unterfangens in Gefahr sein. Ein Tag. Der Transport ist vorbereitet. Der Konsul wird versuchen, Herrn Arthur und seine Kollegen zu überzeugen. Ein Tag. Mr. Crimson oder Crimson hat den Robotern eine Hinrichtungseinheit umfunktioniert. Weiter. Ein Tag. Der Transport ist vorbereitet. Wir setzen das Datum auf den 20. November 1945, 5 Uhr. Aha. Der Kurs wird im nördlichen Teil der Insel festgelegt. So. Das notiere ich mal eben das Datum. Ne, Leute, das ist wichtig. So, zurück. Komm schon. Wo bin ich? Wo ist mein... Oh, das glaube ich noch gar nicht, ne? Da. So. Also. 20. 11. November, ne? 20. November 1945 und zwar 5 Uhr. So, zack, passt schon so. So, 5 Uhr. Okay. So, Arthur ansprechen. 20. November 45. Wir müssen den Gefangenen retten. Moment. Wahrscheinlich ist da auch jemand aus einer anderen Zeit. Vielleicht könnte er uns dabei helfen, die Zeitmaschine umzukehren. Hält inne. Ich frage mich, welcher Stammbaum komplett gelöscht wurde. Seufzt. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Warum haben wir diese gefürchtete Maschine jemals erfunden? Der 20.945. Ich werde die Führung übernehmen. Folge mir. Okay. Von mir aus. Hey. Lass uns gehen. Ja, will ich. Ah, jetzt. Mein Lager kommt. Zack. Wieso? Der hatte... Hä? Warte mal. Das ist ja merkwürdig. Die gleichen Klamotten. Noch eine, die... Hä? Wäre das mehrere Mal sein Ich oder was? Oh Mann. So. Schau nach vorn. Hey, war das Michael? Mal sehen, was er vorhat. Was denn? Wir sollten ihn jeden Preis meiden. Ich will nur sehen, was er vorhat. Außerdem bezweifle ich, dass das Auswirkungen auf die Zukunft haben wird. Na gut, wie du meinst. In Ordnung. Na gut, wie du meinst. Upsala, du nimmst etwas, okay.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Fuß in diese Kirche gesetzt habe, aber es ist wunderschön. Okay. Da ist er ja. Und anscheinend war er immer so. Immer so, betend. Weißt du, ich war mal Ministrat damals, als mein Onkel Edwin noch lebte. Er gab mir immer Snacks, wenn ich ihn besuchte. Seufz, ich vermisse ihn. Ich vermisse auch manche Menschen. Ono? Flüstert. Lass uns die Leute hier nicht weiter stören. Lass es losgehen. Okay. Okay, nimm das. Ruft. Weißt du, ich hatte ein paar Gespräche mit Michael, Debatten über die Welt und das Universum, was es darüber hinaus gibt. Damals, als 2014 normal war. Damals, als in jedem Fall, hat er mich sehr beeindruckt. Vielleicht werde ich irgendwann, wenn ich etwas übrig habe, mehr über seine Worte nachdenken. Ah, ich gehe wieder zur Zeitmaschine, wa? Wie auch immer, wir werden diese verkorkste Zukunft reparieren und kehren diese schreckliche Zeit und kehren diese schreckliche Zeit zu um. Ha, sag ich doch, wir werden die Zukunft reparieren. Wieder mal. Yeah! Ach, das heißt ja, diese schreckliche Zukunft, das heißt, das wird alles nicht mehr geben. Boah, da bin ich aber froh. Da bin ich froh. Ja, da geht's los. Brauchst du Brennstoff für den Reaktor? Nö, wir haben noch. Anfrage? Einfach freie Illusion. Ich denke, es geht mir gut. Danke. Alles klar, dann erinnerst du dich in der dunklen Zukunft an diese Schmuggler? Er kann uns immer noch mit Brennstoff für den Reaktor versorgen. Lass uns einsteigen, wenn du bereit bist. Ja, na komm, auf geht's. In Ordnung, auf geht's. Boah, wie geil der DeLorean ist. Oh Leute, oh Mann, wie schön. Und einsteigen. Du machst schon wieder? Echt? Nice, danke. Oh, ich hab vergessen, die Zeitmaschine abkühlen zu lassen. Ist schon. Nee, ja, okay. Zack. So. So. Und dann würde ich sagen, ab geht's. Na, Mann. So, ab geht's. Yeah. Jawohl. Ja, und landen Sie in der Sandhöhle. Es liegt östlich des Forts. Schau auf deine Karte. Ah ja, Sandhöhle, warte kurz. So. Aufmachen. Die Sandhöhle. Moment, schauen wir mal eben. Warte mal. Gucken wir mal. Okay, ich muss in der Sandhöhle sein. Die ist gleich östlich. Okay, Sandhöhle, warte. Sandhöhle, Parkhöhle. Nee, Moment, die Sandhöhle war da. So, wir. Das heißt, ein Ticken nach da. So, Moment. So, genau. Und jetzt genau in die Richtung einfach fliegen. So, warte. So, und zack, los geht's. Yeah, nur leider habe ich ja. So, die sandige Höhle. Warte mal, die sandige Höhle. Ich bin noch entfernt davon. Ich bin definitiv noch entfernt davon. Weiter, weiter, weiter. Wow, oh, guck dich mal den Himmel an, wie schön, mega. Yeah, wow. Und weiter geht's ja, Leute, im nächsten Part. Ich danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ich werde die Zeitmaschine da eben noch landen. Bei der, ne, Höhle. Okay, wir müssen tatsächlich noch weiter. Und dann, ja, wieder geht's weiter eben in der nächsten Episode bei No Man's, bei No Time. Den perfekten Zurück in die Zukunft spielen. Oh, scheiße. Muss ich mal gucken, ob man noch, ne? Ah, ein Ticken noch da. Okay, so, so kann es wieder weitergehen. So, die sonnige Höhle. Oh, ja, wo wird die denn sein? Irgendwo hier müsste sie wohl sein. Ah, oh, 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 das ist aber mies. Das ist aber schwer, aber, warte. Ich vermute mal, dass das wohl irgendwie, ne, definitiv nicht. Nein. Mist. Höher? Wo denn? Oder hier, oder was? Ist es das hier? Ah, ich vermute mal, das wird es wohl sein, wa? Sollten wir aussteigen? Dann musst du wissen. Nein, noch gar nicht. Denn wir machen jetzt folgendes. Safe. So. Nein, den ersten Spielstand. Obwohl, doch, können wir machen. Also einmal den hier bestätigen und hier bestätigen, ne? Weil wenn nämlich die nächste Folge irgendwie schief geht, dann kann ich wieder mal Let's Play 1 nochmal starten und Let's Play 2 ist dann, ne? Genau. So. So, dann würde ich sagen, ja, ich danke fürs Zuschauen, Leute, ne? Abonniert meinen Kanal und gebt mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal bei No Time, den perfekten Zurück-Spiel.